Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute möchte ich mit dir den Running Turkey malen. Und dafür brauchst du natürlich ein Bullet Journal. Ich habe hier das Coral Pattern. Du kannst natürlich nehmen, was immer du hast. Dann ein paar Bleistifte, ein Buntstiftset, ein Radiergummi und natürlich einen weißen Edding für die Augen. Ja, und dann können wir eigentlich auch schon loslegen. Zunächst einmal male ich den Körper des Truthahns, ja, und ich fange mit einem Kreis an und dann unten noch ein Oval für den Körper. Und du siehst, ich habe das Ganze schon so ein bisschen in Form gebracht. Ne? Also eigentlich brauchst du es gar nicht machen. Du malst ein Oval unten, einen Kreis oben und verbindest das Ganze mit dem Hals. Und dann kommen die Details. Aber du kannst natürlich auch so vorgehen. Das bleibt ganz dir überlassen. Ich habe das hier nur aus dem Grund gemacht, weil ich die Dimension nicht so ganz einschätzen konnte, wo der Truthahn hinkommt. Ne? Also ob der möglichst groß wird oder halt klein bleibt. Deswegen habe ich da so ein bisschen gefaked. Ne? Und jetzt gehe ich auch hier schon an die Details. Ne? Diesen Lappen um den Hals, dann den Schnabel und die Augen kommen natürlich dran. Ja, wenn du an dieser Stelle bist, dann brauchst du dich eigentlich nicht mehr ganz groß drüber sorgen, dass er nichts wird. Dann kannst du einfach weiter malen und die Details hinzufügen. Hier wie diesen Hut, ja, der muss möglichst groß sein, mit einer möglichst großen Krempe. Und dann male ich weiter mit den Augen. Aber du siehst auch, ich radiere auch immer wieder, ne, immer korrigieren und immer verschönern hoffentlich. Und dann schauen wir mal, wie der Truthahn wird. An dieser Stelle stecke ich schon mitten in den Details. Ich habe jetzt hier die Federn gemalt und jetzt kommt noch so eine Umrandung drumherum, weil der ist ja immer sehr farbenfroh. Ne? Dann die Flügel an den Seiten und dann kommen auch schon die Füße. Und ich möchte den stehend haben. Der ist so ein bisschen patriotisch, ne? So wie halt so ein Thanksgiving Turkey eigentlich sein sollte. Und wenn er nicht geschlachtet wird. Ne? Deswegen heißt die Geschichte, die ich dazu geschrieben habe, es ist schon lange her, The Running Turkey. Und dieser Running Turkey haut eben davor ab, der möchte nicht geschlachtet werden und dann trifft er im Wald auf neue Freunde und wie so eine Geschichte eben meistens ausgeht, er wird auf jeden Fall nicht geschlachtet, ne, falls du dich das jetzt fragen solltest. Und deswegen denke ich, passt er jetzt auch hier sehr gut in mein Bullet Journal. Ich umrande das Ganze jetzt mit einem schwarzen Rahmen. Ja, auch das kannst du lassen. Du kannst natürlich hier einfach anfangen zu schattieren, aber ich wollte jetzt einfach eine Grafik haben, ne? So eine ganz gemalte Grafik, einfach so mit so einem schwarzen Rahmen drumherum. Fand ich jetzt hier mal schön und das wollte ich jetzt hier für den September, nein, für den November schon, einfach mal haben. Ja, wenn du den Turkey nicht selber malen möchtest, haben wir natürlich auch immer in unserem Shop ein Printable für dich. Das heißt, du kannst dir den herunterladen und kannst ihn mit Graphitpapier in dein Bullet Journal übertragen. Dann sieht er genauso aus wie meine. Oder aber du kannst ihn einfach einkleben, dann hast du noch weniger Arbeit. Ne? Aber eigentlich das Übertragen mit Graphitpapier ist sehr schön, weil dann kannst du ihn selber kolorieren. Also das kannst du natürlich auch, wenn du ihn einklebst, aber du hast kein, dein Bullet Journal wird nicht so dick. Ne? Mit der Zeit wird das ja immer dicker, wenn man so Printable einklebt. Aus diesem Grund finde ich es eigentlich besser, das Ganze mit Graphitpapier zu übertragen. In verschiedenen Videos zeige ich auch immer wieder, wie das geht, aber eigentlich, du legst das Graphitpapier einfach nur drauf und auf das Graphitpapier dein Printable und dann malst du eben einfach nach und dann ist der auch schon in deinem Bullet Journal. Ja, sehr praktisch und man sieht es eigentlich auch gar nicht, weil dieses Graphitpapier eben genauso aussieht wie Bleistift.
Ich versuche zuerst einmal den weißen Punkt in den Augen des Turkey mit einem weißen Stift hinzubekommen, aber du siehst schon, das sieht irgendwie ja so ein bisschen matschig aus, ne? Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme dafür dann einfach meinen weißen Edding, weil dann kommt das richtig schön raus und ja, es ist auch wirklich ein weißer Fleck, ne? Deswegen gut schütteln, bevor du diesen Edding benutzt, und dann malst du einfach zwei weiße Punkte rein und ja, das war's schon, ne? Aber stell sicher, dass du vorab erst einmal das Schwarze ausgemalt hast, weil mit dem Edding kannst du natürlich auf das Schwarze draufmalen, während es andersrum, ja, dann wird es ein bisschen schwierig, ne? Deswegen erst einmal das Schwarze und dann kommt ein weißer Punkt da drauf. Wenn ich soweit fertig bin, werde ich erstmal meine ganzen Bleistiftstriche los. Das Problem jetzt hier ist, dass ich den Buntstift ja, wenn ich feste aufdrücke, auch mit wegradiere. Aus dem Grund muss ich hier sehr vorsichtig vorgehen. Du kannst auch statt eines schwarzen Buntstifts einfach so einen Stabilo-Pen nehmen, ja? Dann kann dir das nicht passieren. Also ist auch nicht, ja, wegzudiskutieren, dass es eine gute Wahl gewesen wäre. Ja, ich wollte jetzt hier diesen Bleistift oder diesen Buntstiftcharakter erhalten, deswegen habe ich das mal nicht gemacht. Aber ganz häufig bei diesen Projekten nehme ich eben auch ein Stabilo-Pen. Ja, und an dieser Stelle beginnt eigentlich der entspannte Teil, ne? Wir können nämlich ausmalen und ja, da werde ich dir natürlich nicht jeden Strich zeigen hier, das ist ja auch dann irgendwann langweilig. Also ich male jetzt einfach hier aus und ich versuche auch gar nicht viel zu schattieren. Wie gesagt, ich möchte eine ganz diese Plain-Grafik, ja, also dieses Plain-Design, deswegen mache ich jetzt hier auch gar keine große Sache daraus. Ich male das einfach komplett aus. Du kannst auch schattieren, dann würde ich dir aber empfehlen, keine schwarze Umrandung zu machen, weil dann sieht es eigentlich immer schöner aus, wenn du so an den Rändern ein bisschen stärker aufdrückst und dann in der Mitte ein bisschen heller wirst, das sieht auch immer sehr schön aus. Ich werde jetzt hier einfach nur die Flächen füllen.
Ja, und damit dir nicht langweilig wird, werde ich das Ganze jetzt einfach mal eben alleine zu Ende bringen und dann kannst du dir jetzt gleich das fertige Resultat anschauen. Ja, und das ist der Running Turkey. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und mein Running Turkey auch. Und dir hat das so gut gefallen, dass du vielleicht ein Abo dalässt und die kleine Glocke anklickst, damit du immer informiert wirst, wann wir ein neues Video posten. Und dann freue ich mich darauf, dich im nächsten Video wieder zu begrüßen. Bis dahin, tschüss!